Guten Morgen. Es ist wieder Zeit. Ich werde meine Haare abschneiden. Ich bin gerade erst aufgestanden und so sehe ich auch aus. Ich habe mir einen Kaffee gemacht. Meine Hafer-Vanillemilch ist alle, deswegen trinke ich jetzt meinen Kaffee mit Sojasahne. Schmeckt aber auch, ist in Ordnung. Auf jeden Fall ist es wieder Zeit, meine Haare abzuschneiden. Ich habe da wieder total Lust drauf. Ich hätte theoretisch auch total Lust auf super lange Haare. Aber so lange sind sie gerade nicht und an die kurzen Haare komme ich einfach schneller dran. Ich habe euch im letzten Video schon erzählt, ich hänge ja sowieso nicht so an meinen Haaren. Und die Spitzen sind jetzt, also was heißt die Spitzen, ist und der untere Teil immer noch. Ich habe ja jetzt vor einer Woche so ein Stück ungefähr abgeschnitten, weil ich dachte, ja, dann sind sie auf jeden Fall besser. Sie sind auch besser, aber die sind einfach irgendwie durch und die halten nicht mehr so richtig die Form. Also wenn ich da mit dem Lockenstab großartig was reinmache oder mit der Rundbürste großartig föhne und ich liebe es, meine Haare zu stylen, aber die sollen dann halt auch so ausschauen. Und normalerweise meine Haarstruktur hält es eine Woche. Ich muss eine Woche nicht Haare waschen. Und dann schaut es auch eine Woche so aus. Das tut es jetzt aber gerade nicht. Also lohnt sich das Stylen überhaupt nicht. Und es nervt mich. Und ich habe einfach wieder Lust auf was Neues. Ich habe ja vor eineinhalb Jahren, fast eineinhalb Jahren, ein bisschen weniger, meine Haare auch abgeschnitten. Und das dürfte erst, da ich ja so lange keine Videos hochgeladen habe, das vor drei Videos sein. Könnt ihr gerne reingucken. Da habe ich sie auf Schlüsselbein und so super stufig gemacht, weil das so dieser Rachel Green Haarschnitt war. Fand ich auch super cool und wie die immer aufgefüllt war. Ich habe den Haarschnitt geliebt. Heute machen wir aber was anderes. Ich will es so richtig schön grafisch, so knapp über der Schulter, so ein richtiger Choppy Bob. Ja, die wachsen eh so super schnell. Ich habe die ja vor fast eineinhalb Jahren nicht mal ganz so kurz geschnitten auf Schlüsselbein. Ich habe ja jetzt so ein Riesenstück abgeschnitten und ich habe tatsächlich über diese eineinhalb Jahre, ich schneide spätestens alle acht Wochen die Spitzen unten, damit es wieder sauber ist. Und hin und wieder habe ich auch mal 2 oder 3 Zentimeter mehr weggenommen. Dementsprechend, die wären eigentlich in den eineinhalb Jahren jetzt schon hier unten gewesen. Die wachsen wirklich super, super schnell. So richtig kurz würde ich sie nicht machen. Klar, ich fände es auch mal cool, so einmal im Leben abrasiert. Aber das mache ich nicht, weil ich habe nicht die Kopfform dafür. Ich habe so einen kleinen Mandelkopf. Ich werde mir jetzt erstmal die Haare waschen gehen. Ein bisschen Conditioner drauf machen. Und ich freue mich total, denn mein Shampoo ist alle. Wir haben das Shampoo aufgebraucht. Und ich mache ja meine eigenen Shampoo-Bars und ich kann ein neues aufmachen. Und normalerweise kriege ich ja immer nur die Chargenreste. Das heißt, wenn ich Chargen mache und es bleibt irgendwas übrig und man kriegt kein volles mehr zusammen, dann kriege ich immer die hässlichen Chargenreste. Und ich habe diesmal keine Chargenreste, weil ich so gut kalkuliert habe. Das heißt, ich kann mir ein neues aufmachen. Das ist immer voll das Erlebnis. Weil ich habe ja dieses Kundenerlebnis meistens so gar nicht, dass wenn man sich halt ein neues Shampoo aufmacht. Ein Erlebnis, das ich fast nie haben darf. Ich überlege auch gerade, ob ich schon das erste Stückchen abschneide. So hier. Dann habe ich nicht so viel zu waschen. Ich kann sie mir nehmen. Ich werde sie mir jetzt auch über Kopf waschen, weil ich hasse nichts mehr. Also ich wasche meine Haare immer getrennt. Ich wasche sie über Kopf und dann gehe ich mit fertigen, gewaschenen Haaren und Handtuch drum. Dann dusche ich erst den Rest oder andersrum, weil ich finde nichts schlimmer. Sagen wir mal ganz ehrlich, Leute mit langen Haaren, nach dem Duschen, wenn ihr während dem Duschen die Haare wäscht, ist es nicht das Schlimmste, sich aus jeder Körperritze danach so lange Haare rauszuziehen? Ich finde das furchtbar. Das ganze trockene Zeug. Boah, es juckt mich jetzt schon. Das Haarewaschen war jetzt schon viel einfacher. Dafür ist mein Rücken im Arsch. Man kann ja den kleinen Pups hier schlafen sehen. Das ist sein Lieblingsplatz, hier oben auf der Couchlehne. Oh, wie schnell sie durchgekämmt sind. Fantastisch. Charlie. Charlie. Geh raus da. Ja, raus. Also, kleines Live-Update. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die bekommen das natürlich alles ein bisschen besser mit. Was ist, Charlie? Ich werde die ganze Zeit hier gestört. Du hast doch gerade Essen bekommen. Irgendwie ist bei mir auch immer viel los. Also ich weiß nicht, ob ich das hier auf dem Kanal überhaupt schon erzählt hatte. Ich hatte ja seit 2021 extreme Magenprobleme. Das kam aber viel psychosomatisch. Das hat sich dann aus der ganzen Zeit gebildet, dass ich vor allem halt unter Leuten, dass mir das einfach zu viel wurde. Und dass das vor allem, ich war schon immer so ein bisschen introvertiert, würde ich jetzt sagen. Beziehungsweise ich kann super gut mit Menschen, ich kann super gut neue Leute kennenlernen. Ich kann sofort mit jedem Gespräch anfangen. Deswegen würde ich nicht 100% introvertiert sagen. Ich konnte das nicht mehr verarbeiten mit dem, zum Beispiel, wenn man in der Stadt ist und
Autos fahren, die Tram fährt vorbei, die Leute, die reden, du hörst Geräusche und sowas. Mein Kopf konnte das einfach nicht verarbeiten. Es war dann einfach in dem Moment so viel und es wirkt sich ja bei jedem anders aus. Ich hatte teilweise auch Panikattacken, aber das Schlimmste daran war eigentlich, dass in dem Moment, vor allem wenn ich was gegessen hatte, mein Körper mit extremer Übelkeit, Würgereiz und Erbrechen reagiert hat. Und das ist in der Stadt absolut beschissen. Jetzt kommt die Nächste und fummelt darum. Kannst du meine Sachen stehen lassen? Danke. Naja, auf jeden Fall habe ich sehr viel an mir selber und meinem Kopf gearbeitet. Ich habe generell die letzten, bestimmt schon 4-5 Jahre, nachdem ich mein Abi nachgeholt habe. Und das habe ich 2017-18 abgeschlossen. Das war schon eine harte Zeit für mich und deswegen, ich habe danach mein ganzes Leben aufbereitet, Sachen bereinigt, mich entschuldigt. Ich habe mein Leben halt auf Vordermann gebracht und das hat mir schon an sich sehr viel gebracht. Und dadurch ging es mir viel besser und jetzt nach der Sache habe ich noch den Restverband aus meinem Unterbewusstsein. Das hat sehr gut funktioniert. Also ich bin auch sehr stolz, dass ich das auch ohne Therapien bekommen habe. Ich wollte da mehrere Videos noch dazu machen, so zu dem Thema Selbstaufbereitung, Selbstheilung, so ein bisschen was drum und dran. Ich bin natürlich kein Experte, aber ich finde es immer gut, vielleicht auch Erfahrungsberichte von Leuten zu hören, die eben selber auch nicht so das krasse Know-how haben, aber irgendwie es geschafft haben. Und kaum hatte ich jetzt das eine, sage ich mal, wirklich so komplett überwunden und aufgearbeitet. Und ich habe das Gefühl, mein Leben und mein Körper ist eine dauerhafte Arbeit. Aber damit bin ich auch irgendwie voll fein, weil ich muss sagen, obwohl das mit dem Magen mit die schlimmste Zeit meines Lebens war, habe ich das so viel gelernt in der Zeit, also über mich selber, was mir im Leben wichtig ist, Prioritäten setzen, Materialismus. Also wenn es dir einmal so schlimm geht, dann lernst du dich neu kennen. Und also ich bin super dankbar für die Zeit und ich glaube, dass mir das im Leben sehr, sehr viel gebracht hat. Auf jeden Fall habe ich das eine jetzt abgeschlossen und aufbereitet und dann kam halt der nächste Scheiß um die Ecke. Ich bin vor 6 Wochen oder so bin ich gestürzt. Zieht sich ja eh noch hoch, aber so 2 Zentimeter dürfen schon noch weg. Oder 3. Auf jeden Fall bin ich vor ungefähr 6 Wochen gestürzt. Die Treppe gleich von der obersten Stufe hat es mir den Fuß weggezogen, weil es nass war. Und ich bin wie im Cartoon geflogen. Das wirklich, mir hat es die Beine weggerissen und ich bin ungefähr so, ich habe die Decke gesehen und bin die komplette Treppe runtergefallen auf den Rücken und aufs Steißbein. Und ich habe Gott sei Dank um ein paar Zentimeter das Steißbein verfehlt, weil bei der Wucht, ich sag's euch, das wäre alles durchgebrochen gewesen, keine Chance. Das sind ja locker 2-3 Meter, die ich geflogen bin. Und lag dann erstmal da ein paar Minuten vor der Haustür meiner Nachbarin unten. Und hier wohnen viele Senioren, die immer alles mitkriegen. Immer. Alles. Die sofort. Jedes Geräusch. Jeder, der sich bewegt. Jeder, der seinen Staubsauger anmacht. Denkt ihr, irgendein Nachbar ist gekommen oder hat geguckt? Weil ich lag da. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich lag da. Das ist keiner gekommen. Auf jeden Fall, ich konnte ungefähr 2 Tage fast nicht laufen. Aber ich dachte, ja, okay, ist halt alles krass geprellt. Und ich habe auch mit dem Arzt telefoniert und die meinten halt nämlich, ja, also wenn es jetzt gebrochen wäre, also wenn das Steißbein geprellt oder gebrochen ist, die Therapie ist halt nicht unterschiedlich, weil du musst es halt aussitzen, weil du kannst dich ja nicht komplett eingipsen oder so. Man kann da halt einfach nichts machen. Und ich meinte, ja, wenn ich nicht röntgen muss, dann mache ich das nicht. Weil erstens gehe ich nicht gerne zum Arzt. Und alles, was ich nicht machen muss, an Röntgenmedikamente oder so, mache ich einfach nicht. Punkt. Und diese Prellungsschmerzen, blaue Flecken, also mein kompletter Hintern war dunkel und doppelt angeschwollen. Meine Ellbogen waren komplett hier, alles Blut unterlaufen. Meine Knie haben mir, eigentlich hat mir alles wehgetan. Und das ist in den 1-2 Wochen danach auch besser geworden. Und mir haben dann aber andere Schmerzen Probleme gemacht, dass ich meine Hüfte nicht mehr richtig so bewegen konnte. Und beim Sitzen vor allem und beim Stehen und die Arbeitstage sind mir so schwer gefallen. Und das hat mir einfach alles wehgetan. Und dann in den letzten 2-3 Wochen, also jetzt, von jetzt ab, letzte 2-3 Wochen, sind die Schmerzen jeden Tag schlimmer geworden. Ich bin teilweise abends dann nach Hause heulend, also nicht heulend, aber dass die Tränen vor Schmerzen einfach nur gelaufen sind. Und dann bin ich doch zum Orthopäden gegangen. Also ich dachte, worst case, das Steißbein ist halt doch durchgebrochen und dass das halt einfach länger braucht, damit das sich halt wieder erholt. Oder wirklich worst case, dass irgendwie eine Bandscheibe oder so ein bisschen Probleme macht, weil Friseur und so ist eh schon belastet und ja, hätte ja sein können. Dann wurde ich halt ins Röntgen geschickt und bin dann auch wieder in das nächste Wartezimmer geschickt worden. Nach dem Röntgen und da hingen halt schon meine Bilder. Ich musste aber noch locker 5 Minuten auf den Arzt warten. Ich habe so meine Röntgenbilder gesehen und dachte mir so, scheiße.
Scheiße. Richtig scheiße. Du kannst nichts vom Fach wissen, du kannst blind sein, aber du weißt, dass es scheiße ist. Long story short, ich habe Skoliose mit einem krassen Hohlkreuz und deswegen, also meine, und der Grad ist relativ hoch und meine Wirbelsäule macht so einen richtigen Bogen und kann deswegen mein Gewicht nicht richtig tragen und ich kann einfach nur froh sein, dass ich so wenig wiege, weil sonst hätte ich richtig Probleme. Ist auch nichts, was man jetzt beheben kann, sondern einfach, dass die Schmerzen besser werden und dass es nicht schlimmer wird. Und in dem Stadium müsste ich eigentlich schon dieses wunderschöne Plastikkorsett tragen. Und er meinte aber, dass wir das jetzt erstmal konservativ machen. Und meine Physio fängt jetzt in 2 Wochen an. Auf jeden Fall habe ich die Skoliose mit dem höheren Grad und das Hohlkreuz. Und wegen der Skoliose sind, ich glaube, 4 Bandscheiben so seitlich so eingeklemmt, die schon so ein bisschen rutschen. Und eine Bandscheibe, das ist die im Steißbein, weil ich habe ein zu ausgeprägtes Steißbein, das steht eh schon mehr raus. Das wusste ich aber schon immer, weil man das von außen sieht, dass mein Steißbein raussteht. Und da ist eine Bandscheibe komplett eingeklemmt. Und das ist das, was mir durch den Sturz die Schmerzen gemacht hat, warum ich eigentlich zum Arzt gegangen bin. Und deswegen bin ich wiederum sehr, sehr froh über den Sturz, weil ich sonst wahrscheinlich bis zu meinem ersten Bandscheibenvorfall, der auf jeden Fall gekommen wäre, so wie das ausschaut, wahrscheinlich nicht zum Arzt gegangen wäre. Und ich bin sehr froh, dass ich da jetzt das so gefunden habe und deswegen da auch mehr entgegenwirken kann. Immer schön den Nacken richtig strecken, auch wenn es weh tut. Weil da kommen immer noch mal Haare aus dem Nacken raus. Und ich finde es nicht schlimmer, zum Beispiel, wenn man jetzt im Büro arbeitet oder so und einer sitzt hinter dir im Büro und du schaust runter und dein Haarschnitt ist scheiße. Es kommt noch mal die Hälfte unten raus. Genau, das ist der Stand der Dinge. Auf jeden Fall, eigentlich hatte ich verschrieben bekommen, morgens und abends Ibu 600er. Kann ich auf meinen Magen sowieso nicht nehmen. Würde ich wahrscheinlich kotzen, weil ich da echt empfindlich bin. Und meinte ich, nö, nehme ich nicht. Meine Schmerzen sind auf jeden Fall besser geworden. Die Physio hat noch gar nicht angefangen, aber ich bin richtig brav schwimmen gegangen. Ich bewege mich anders, ich lege mich anders hin. Ich mache heiße Bäder und sowas. Und ich setze sehr viel auf Selbstheilung im Sinne von hier oben. Und da kann man dran glauben. Man kann es nicht tun. Ich finde, und auch so Leute, die dann sagen, nämlich, boah, das war ja eh nur Placebo. Ja, aber wie geil ist es, wenn dir ein Placebo dafür sorgt, dass es dir besser geht, körperlich und mental, und du nichts nehmen musst, was Medikamente sind? Das ist doch mega. Selbst wenn es ein Placebo ist, ist doch voll gut, dass es dir einfach besser geht. So, man muss nicht immer alles schlecht reden. Und mir geht es auf jeden Fall besser. Nicht gut, ich kann auch nicht alles heben. Also ich kann zum Beispiel nicht alleine einkaufen gehen. Also es ist ja trotzdem da, das Problem. Mir geht es aber besser damit, sagen wir es mal so. Und ich schneide jetzt endlich mal die Seite. Ich laber hier die ganze Zeit, aber... Das große Finale. Wir schauen jetzt, ob es hinten, ob ich gleich lang rausgekommen bin. Boah, wie gut. Es ist nur dieses Eck. Mein Rücken ist das nach, es war total im Arsch, aber egal. Ich föhne sie mir jetzt erstmal. Da will ich euch jetzt aber nicht mitnehmen, weil das muss ich im Bad machen, weil hier, also föhnen ist gerade eh schwierig, so schwer und hier über Kopf. Ihr seht schon, Bizeps ist das Einzige, was ich noch habe an Muskeln vom Haare föhnen. Hello again. Ich habe sie mir jetzt geföhnt. Ich werde jetzt hier erstmal das noch drinnen lassen, damit das Pony einfach schön ist. Und wir schneiden jetzt noch ein paar Kleinigkeiten nach. Ich glaube, das seht ihr sofort. Das meinte ich mit dem, egal wie man den Kopf dreht, es muss immer gerade sein. Und das hier geht gar nicht. Das schneide ich jetzt alles noch ein bisschen nach. Dann werde ich mich schminken, weil ich habe auch nicht mehr so unfassbar viel Zeit. Eigentlich schon. Ich habe locker noch 3 Stunden. Oh, die Spitzen sind so schön jetzt. Die sitzen gut. Die waren schon lange nicht mehr so gut. Da. Hier in der Mitte. Das muss auf jeden Fall noch weg. Ich bin gerade am Überlegen, schaffe ich das, blind hinten zu schneiden? Challenge accepted. Es soll ja so super gleich und grafisch sein. Allerdings kann es das auch sein, aber einfach weicher, damit es nicht so ganz wie mit einem Sonnenbrillenschwert abgeschnitten ausschaut. Jetzt machen wir einfach nur die Linie unten drunter ein bisschen weicher. Ich überlege gerade, ob ich das hier einfach mit der Maschine absteche.
rasiere sie mir doch einfach ab. Hätte ich gleich so machen können. Ups. Das war zu hoch. Das war zu hoch. Jetzt ist es nicht mehr gerade. Okay. Egal. Genau derselbe. Ich hab keine Worte. Jetzt stimmt's hinten nicht mehr. Das darf ich echt nicht reinscheißen. Scheiße. Ich sehe gar nicht, was ich mache. Risky stuff, risky stuff. Aber gut, ich glaube, jetzt ist es hinten nämlich auch geil. Nee, ist es nicht. Scheiße. Aber bei so einem Stufenschnitt ist das alles viel einfacher. Es fehlt jetzt noch hier so. Das kriegen wir hin. Aber das ist doch ganz in Ordnung von der Linie. Es sieht doch gut aus. Cool. Das lassen wir zu, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache mich jetzt fertig und dann zeige ich es euch vollendet. Hola, ich bin fertig. Und ich liebe es. Die vorne sind jetzt durch den Lockenwickler noch so ein bisschen sehr eingedreht, aber das legt sich ja sowieso, das fällt ja total schnell wieder aus. Und ich bin super happy mit dem Haarschnitt. Die Spitzen sind wieder richtig schön. Es ist alles leicht. Oh. Und es ist genauso geworden, wie ich es haben wollte. Die müssen noch ein bisschen glatter sein. Die habe ich zu viel mit in den Lockenwickler mit reingenommen. Es ist genau die Länge, die ich wollte. Es ist genauso choppy, wie ich es haben wollte. Es ist perfekt. Ich liebe es. Ich kann es noch ganz leicht zu so einem Mini-Pferdeschwanz zusammen machen. Oder zwei kleine. How cute is that? Aber ich freue mich, dass ich sie jetzt wieder so schön offen tragen kann und das dann hoffentlich auch so Föhnwelle und sowas besser hält. Also die von Instagram, die wissen ja, wie ich mit langen Haaren aussehe. Da könnt ihr auch Fotos angucken. Schreibt mir trotzdem gerne in die Kommentare, was ihr bevorzugt. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerade für eine Frisur habt. Denkt ihr auch gerade darüber nach, euch die Haare abzuschneiden? Hat dieses Video irgendwas bewegt? Das interessiert mich sehr. Dann wünsche ich euch hiermit noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns.